Heute habe ich etwas Sensationelles zu vermelden, das gar nicht einfach zu erklären ist, weil es um Zeitungen geht. Da gibt es also einen Krimi im Stile eines Schweden-Krimis, worin ein Zeitungsboss ermordet wird, der an den einen Chef der FAZ erinnert und geschrieben hat, mutmaßlich der Konkurrent von der Konkurrenzzeitung Süddeutsche Zeitung. Ja, so viele Zeitungen gibt es und noch mehr wichtige Leute bei denen. Jetzt ist nur zu hoffen, dass kein Leser das Buch als Mordaufruf interpretiert und die Tat wirklich begeht. In der Süddeutschen Zeitung ist man ja der Meinung, dass sowas geschehen kann. Also, bitte nicht nachmachen und am besten gar nicht erst lesen. Morgen geht's weiter.